Damals, als er an Lolles Wolli dankte. Wieder auch Regen. Der Moment, wenn du Red Bull aus einem Sektglas trinkst. Was habt ihr gemacht? Wir hatten eine Konferenz. Warum war der Hund mit dir auf Toilette? Weil beide geschissen haben, deshalb. Der, Stell dich mal bitte hin, ich muss da gerade von der Höhe gucken. Ja? Das ist perfekt. Jan? Das sieht richtig gruselig aus. Das kann man nicht abmachen. Hallo, nicht mit einer Schere. Das Mikro ist neu. Hallo. Du oder der Hund? Oder das Mikro? Keine Ahnung, aber die Küche ist extrem flex. Zum ersten Mal in diesem wundervollen Ambiente. Mit der neuen Küche. Mein Kinderpipi, was ich trinke. Kinderpipi. Kinderpipi. Ja, okay. Ja. Da kommt der Hund auch direkt. Ah, du geile Sau. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem... Prost mit Kinderpipi. Wir haben gerade ein paar Kinder gesch... Alright. Darf ich das nicht sagen? Wir haben doch auch unsere Nominierung für die Goldene Henne gedroppt. Und ich habe mit deinem Hund Kinderpipi gemacht. Wir haben sogar Henry heute am Start als Special Guest. Genau, wie man sieht hier in meiner neuen Küche. Sie wurde vor genau einer Woche eingebaut. Also eine natürliche Roomtour, also eine ausführlichere Roomtour wird es auf jeden Fall auch noch geben. Konzentriere dich auf die Kamera. Ja, ich wollte den Hund doch nur... Was wolltest du? Ja. Da ist ein Messer drin. Ja. Willkommen in... Digga, das sind wirklich die gruseligsten Ticks von allen. Ganz neuer Küche. Gekocht wird noch nicht. Und jetzt noch alle Räume vollständig. Außer die Satan ist mein Sugar Daddy, Digga. Okay, willkommen aber zurück zu einem Video, was es so bisher auf unserem Kanal noch nie gegeben hat. Ja, wir erzählen euch jetzt, wie es ist, Kinder zu schlagen. Was ist heute? Okay. Ich glaub, irgendwie auf jeden Fall auf dem Pedofilm heute, der Bro. Das Video, ich hab so viel Kinderpipi getrunken. Szene, dass das Video gesperrt wird. Safe. Wenn ihr das macht, werdet ihr auch geschlachtet. Jeder nach dem anderen. Ihr müsst dabei zusehen, wie eure Kollegen sterben. Oh, Bro. Auf jeden Fall kennen ja einige von euch wahrscheinlich das Meme auf Wish bestellt, das momentan so ein bisschen durch die Gegend geht, wie zum Beispiel Gewitter im Kopf auf Wish bestellt. Und wir dachten uns... Keiner kennt das Meme Gewitter im Kopf auf Wish bestellt, Bro. YouTuber auf Wish bestellt. Genau, zum Beispiel, dass wir einfach mal Sachen, die auf, wirklich auf Wish bestellt wurden, für euch testen. Also Mutter auf Wish bestellt. Meine Mutter sitzt auch im Hintergrund, sag mal hallo. Hallo. Ich glaube, das war zu leise. Lauter. Hallo. Hallo. Und jetzt wieder im Hintergrund, ich stehe im Vordergrund. Du hast keine Ahnung, was ich bestellt habe? Nee. Alter, ich hab Digga. Wish-Produkt zu Hause. Tim ist einfach Revi auf Wish bestellt, wirklich. Also ich muss sagen, ich habe seitdem nie wieder was dort bestellt. Ich bin mal sehr gespannt, was du dir so herausgesucht hast. Ja, zeig mal, was es ist. Ich hol das besser direkt her. Ja, das sagt mehr als 1000 vor. Ja! Okay, Bro, ich dachte immer, du wärst der passive Part. Okay. Ach, du bist aber fett geworden. Du kriegst ein bisschen Kamelnis, ja. Da macht es gut, Haya. Ja. Yippie! Ich sehe schon, Jan mit seiner Klobürste gerade ankommt, die er mir gerade an... Das war schon mal in meinem Klo drin. Meine Putzfrau hatte das schon in ihrer Muschmusch drin. Alter, das wäre sau weird, wa? Oh, ja, schön. Hatte vor, auf Wish eine Klobürste zu bestellen. Au! Ich dachte, das ist unbenutzt. Du hast mich unterbrochen. Und dann, als ich die Klobürste bestellt habe, kam dieses etwas an. Perfekt. Aber es ist gut, als Zahnbürste zu benutzen. Mach Digga, hat er die wirklich im Klo gehabt? Es war sogar schon im WD drin. Ich bin ein kranker Psychopath. Du hast gar kein WD. Doch, ich hab eins. Henry lässt sich leichter durchtriggern. Digga, dieses Ding ist ja der absolute Müll. Was soll man damit machen? Also die ist ja wirklich nur für den Arsch, oder? Lost. Jetzt, wenn du das Tonaufnahmegerät zerstörst, dann zerstöre ich dich und deine ganze Familie. Ah jo, okay. Entschuldigung. Auf jeden Fall wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video und ich bin sehr gespannt, ob du errätst, wofür die Sachen sind und wir werden die ganzen Sachen natürlich auch ausprobieren. Auf so. Jeden Fall. Abflussrohr reinigen, okay. Ein Wäschekorb mit ganz vielen wunderbaren Dingen. Aha. Wirklich alles davon kommt ausnahmslos aus Hongkong. Kannst du dir vorstellen, was es sein könnte? Nein. Kann auch eine Klobürste sein. Ist mein persönliches Einzugsgeschenk an dich auch. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Was zum Geier ist, was ist das denn? Ich sehe Donald Trump, aber eine also, Donald Trump Klobürste. Gut, nee, ist also ist ja absolut sinnvoll. Nicht mal ein Ort, wo der Typ hingehört. Das gehört aber nicht hierhin, das gehört auf die Toilette. In deinen Arsch auch. Ist richtig. Nicht in die von meinem Mund. Da hast du recht, das wäre wert für den Hundsquälerei. Das ist nämlich ein Vollpfosten. Der gehört in meine Arschloch. Okay, Bro, gönn dir rein. Ha!
Das erste Geschenk wäre ausgepackt. Such du selber aus, was du auspacken willst. Ich glaube, ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Das ist ein Schwanzring. Das ist, glaube ich, dazu da, dass wenn man angeblich sich das in den Mund steckt, dass die Lippen dadurch mehr Volumen und so bekommen sollen. Ja, das ist zur Gesichtsmuskulatur-Posierung. Also eigentlich. Eigentlich ist das dafür, damit man so einen fetten Cocky besser reinhämmern kann, wa? Könnte ja auch richtig verstören, das Stillzeug rein, oder? Bro, what the fuck, Alter. Einfach Katja auf Wish bestellt, Digga. Katja Gummipuppe auf Wish. Entspannt dich das? Also ist irgendwie verstörend. Wahrscheinlich kann man... Nein. Bro. Ganz falsch. Oh ja. Nein! Was würdest du... Ich muss noch mal Kinderpipi trinken. Bis jetzt ist der Mund mein Favorite. Leute, wir trinken beide Energy Drink, weil wir nehmen das hier gerade um 23 Uhr. Genau, ich zeige euch das mal. Fokus, gar kein Bock. Tu die Hand vor meinem Gesicht weg. Tut mir leid, entspannt hat sich jetzt nicht. Nein, das war verstörend auf einem ganz anderen Level. Ist das zum Scheißen einfach ganz gut, oder? Würdest du es dann eher für andere Sachen verwenden, wie zum Beispiel, wenn du dir die Zähne putzt oder sowas? Ach so, für andere Sachen. Oder zum Beispiel, wenn du gerade Eis isst, dann ja. Mhm. Ja, kannst du gerne. Es ist ja alles für dich. Es ist ja ein Geschenk. Ja, ich bin die Kotpresse. Henry, Hilfe! Die Kotpresse, Alter. Zugriff! Safe, Digga. Gibt's irgendwo... Also, gibt's da einen Job, der genau das macht? Töten. So alten Leuten den Kot rausmassieren? Nein! Hilfe, Henry, Hilfe! Wir sind die wahren Freunde. Boah, was ist das ein Video? Oh, okay, was, wie viele... Wie viele Wish-Sterne gibt es zu dem Produkt? Die Donald-Trump-Klobürste kriegt auch aufgrund des Statements 10 Punkte von mir. Mhm. Der Beauty-Mund kriegt von mir in einer Skala von 0 bis 10 Punkten. Ich würde mal sagen 3. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob es seinen Zweck erfüllt. Okay, machen wir weiter. Leute, komm, falls ihr übrigens Bock habt, zusammen ist nichts drin. Könnte ein Regencape sein. So, nee, das ist bestimmt so eine mobile Sauna. Nee. Das ist wieder für ein verstörendes Ding, Alter. Was ist das denn? Boah, wie, das riech, ich bin Chemiebaukasten. Was ist das denn? Was ist das? Jetzt zieh es mal auf. Wie, auf den Kopf? Nee, auf den Schwanz, Alter. Also, so dass es auch das Gesicht so ist? Nein, nur über den Kopf. Also mit Schlauch hinten oder vorne? Ja, kannst du machen, wie du willst. Ich muss sagen, es sieht noch besser aus als... Ist das irgendwie zum Haare trocknen? Was? Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ach, hier kommt der Föhn rein. Ja, einen Augenblick, klar. So, Jan hat kurz seine Haare nass gemacht. Wir probieren jetzt mal aus, inwiefern... Was bringt denn das? Ja, saudumm. Inwiefern die Haare es schaffen zu trocknen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Fällt ja einfach ab. Warte. Hä? Und? Ja, aber was bringt das, Digga? Das ist so dumm. Ich glaube nicht. Hä? Hä? Was bringt das? Ich glaube, das ist das Witzigste, was ich im Leben jemals gesehen habe. Das ist traurig, Tim. Hast du das Gefühl, dass es was bringt? Nein. Aber man merkt, wie der Wind die Haare durchströmt. Ist ja beim Föhn genauso. Also ich würde einfach mal sagen, dass ein Föhn direkt auf die Haare zu richten deutlich effektiver ist, oder? Boah, das wird echt heiß. Das stimmt. So, wir haben das jetzt 5 Minuten gemacht. Mal gucken, ob die Haare trocken geworden sind. Trocken? Nein. Echt nicht? Nee, echt nicht. Nicht mal ein bisschen. Sachen verwenden wie für Karneval oder so, wenn man als Elefant gehen möchte. Genau. Das könnte ich mir sogar wieder. Du könntest da vorne so 2 Augen reinschneiden und dann gehst du einfach so. Ja, Bro, ich weiß nicht, ist so ein Fetischding. Wahrscheinlich kann jemand vorne reinfurzen. Du kannst es komplett inhalieren dann. Von 0 bis 10 Wish-Punkten würde ich dem Ding einen Punkt geben. Und das auch nur, weil es lustig aussieht. Mehr ist das nicht. Das stimmt. Ich taste kurz. Keine Ahnung, locker wieder irgendwas, was man sich im Mund steckt. Oder in den Arsch. Was ist das? Halt mal in die Kamera, was es ist, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie rum man das hält. Nasen. Soll es einen Sprachfehler verhindern? Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Das ist doch sogar Schmerzen zu verhindern. Schmerzen? Schnarchen. Ach, Schnarchen. Mach die Ärmchen weg! Ich dachte mir, weil du dich ja immer beschwerst, dass ich am Schnarchen bin, dachte ich, probieren wir dieses Produkt einfach mal aus, weil dann hast du für immer Ruhe. Soll ich im Schlaf das? Weil ich dann entweder das verschlucke und soll ich dann im Schlaf das anziehen? Perfekt, Digga. Auf jeden Fall. Zwischenschlag!
Schlaf jetzt, es ist Schlafzeit. Okay, ich versuche jetzt zu schlafen, okay? Es funktioniert nicht. Perfekt, Digga. Ja, dann ist halt zurückschicken, reklamieren. Kennst du das Kack? Donald Trump können wir hier reinstellen, solange. Da sind Kochsachen drin. Der wurde noch nicht benutzt. Der war an Stellen. Bin ich jetzt sehr gespannt, ob du errätst. Das müssen wir gleich mal kurz draußen testen. So, also es blinkt auf jeden Fall. Das ist ein Anhänger, der blinkt. Ach, das sind so leuchtende Eier fürs Fahrrad, ne? Rat mal, wofür das ist. Ans Fahrrad. Woher weißt du das? Ich würde sie zwar jetzt nicht extra nochmal kaufen, um die bei mir unten dran zu hängen, also ans Fahrrad. Aber das Ding ist, es ist ein Hingucker. Das kann man dem Ganzen nicht absprechen. Nee, macht schon Sinn. Würde ich mir safe einfach auch holen. Kommen wir auch schon. Was für ein dummes Produkt, Alter, wirklich. Das ist, glaube ich, um Hundekot aufzusammeln, um den Müll zu tun. Alter, warum braucht... Das braucht doch niemand. Genau, das war das Stichwort. Genau deswegen haben wir auch unseren Premium-Gast hier am Start. Die müssen nur noch warten, bis der geschissen hat, oder was? Ja, aber das testen wir jetzt nicht in der Wohnung aus. Tim, hörst du bitte auf, hier hinzukacken? Oh, er hat ja gerade gekackt. Ich wollte den jetzt nicht... Nicht der Hund, sondern der Tim. Ich wollte den jetzt auch nicht in die Wohnung kacken lassen. Weißt du was, die Kotpresse ist ja eh hier. Ja. Gut, dass wir jetzt so ein Gerät haben. Okay, Leute, wir gehen kurz runter, um das hier auszuprobieren. Und Digga, dann sehen wir uns gleich wieder. Jan, was machen wir gerade? Wir machen jetzt AA. Wie oder der Henry? Alle. Du da draußen, um die Schaufel auszuprobieren. Genau die. Ja, also Digga, keine Ahnung, ist ja komplett schwachsinnig, sowas zu haben, oder? Schnell, scheiß die Uni voll. Das braucht doch wirklich niemand, dieses Ding, oder? Frage, was passiert, wenn man die einmal benutzt hat? Theoretisch muss man die dann entweder abwaschen. Vielleicht ist auch eine Einweg-Kack-Bürste. Du sagst es, Bro. Ja, das Einweg-Kacki. Oh, das ist aber viel Kacki. Ey, ich check das nicht, Mann. Wofür braucht man das? Digga, es ist eklig. Guck mal, das ist viel mehr Scheiße einfach, als in die Schaufel reinpasst. Du musst noch zuschnappen. Was macht man Bah, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das riecht. Jetzt damit. Eine Mülltonne suchen. Oh, mir ist wirklich schlecht, ne? Ey, jede normale Tüte einfach ist doch besser. Mann, ich hab so... ich hab so Tüten, die sind biodegradable. Da kann ich die Kacke einfach mit aufheben und gut ist. Guck mal, wie das da rausquillt an der Seite. So, warte, wir halten das so auf. Boah, Digga, oh, das muss doch stinken. Nee, Moment, du musst... Bah, Digga. Das Ding ist, dieser Hund ist ja auch übertrieben riesig, Alter. Der scheißt ja auch so 30 Kilogramm direkt, Alter. Das so gespreizt halten. Ich, warte. Komm. Bah, Digga. Ja. Bah, ich will... Okay, niemand. Ey, ich kann mir so vor... Oh, mir ist gerade wirklich schlecht. Ich schwöre dir, ich kann mir wirklich vorstellen, wie eklig das ist, weil ich halt... Kackgeruch von einer Kanis-Kacke kenne und so einem fetten Hund, Alter. Man wurde berührt. Das ist ja schon mal mega. Das kommt gleich so in die Tonne. Wir lassen. Ist ja cool, macht ja Sinn. Ja, keine Kacki liegen. Die Kackzangen kriegt nur 5 von insgesamt 0 bis 10 möglichen Wishpunkten. Macht gar keinen Sinn, Bro. Also wirklich. Die hat ihren Zweck erfüllt. Ich habe das Kacki nicht gerochen, muss ich sagen. Aber das ist halt, die kannst du einmal verwenden. Wer macht denn das danach das nochmal sauber? Ja gut, das, ja. Und was sagst du? Einfach wie sagst du, I'm kacki. Ich find's kacke. So, welches Produkt hat dir bis jetzt am besten gefallen? Man muss vorher die Tüte dran machen. Gut, fire in the hole. Das macht vielleicht Sinn, das stimmt, ja. Welches Produkt findest du am besten? Die Donald Trump-Klobürste. Die haben die Kacke wirklich wieder, die haben das sauber gemacht. Die haben einfach dieses Ding sauber gemacht und in irgendeinem Waschbecken von Jan war scheiße. Das können wir jetzt einfach mal so hinstellen, krass. Der lustigste ist. Ja. Das ist die einzige, die auch den Sinn erfüllt. Das stimmt, die anderen Sachen sind irgendwie ein bisschen zweck. Das ist alles Plastikmüll. Leute, falls ihr Bock auf noch so einen Teil habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich habe noch mehr coole Sachen bestellt, die aber auch etwas größer sind. Die sind nur leider noch nicht angekommen, weil da ja so... Oder die haben es andersrum geschnitten, das kann auch sein, ja. Eine Lieferzeit zwischen... Also ich habe es im Mai bestellt und im September soll es ankommen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wann dann das nächste Video davon rauskommen wird. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat und dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Schreibt gerne mal eure Favorite. Digga, also ganz weird.